willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Lisa und bei mir findet ihr Tipps und Tricks rund um Training, Ernährung und mentale Stärke. Heute wieder mit Content zum Thema Home Training und zwar, was sind meine Top-Übungen für die Beine? Ich habe euch in meinem ersten Video schon so ein bisschen die Basics erklärt, welche Übungen gut geeignet sind. Da habe ich euch ein komplettes Beintraining gezeigt und jetzt einfach so grundlegend, welche Übungen kann man gut machen, wie kann man da die Schwierigkeit variieren und ja. Fangen wir an mit plyometrischen Übungen, das heißt alles, was mit Springen zu tun hat. Counter-Movement-Jumps, Squat-Jumps, Box-Jumps. Diese Übungen trainieren vor allem die Explosivkraft, die Schnellkraft, die Maximalkraft und die Koordination zwischen den Muskeln und innerhalb der Muskeln, also das Zusammenspiel der Muskelfasern. Und die mache ich immer ganz gerne am Anfang des Trainings als Bewegungsvorbereitung für die kommenden Übungen, um die Muskelfasern zu aktivieren und ja einfach hier schon mal einen Reiz zu setzen, weil man eben durch die schnellkräftigen Bewegungen eine höhere Intensität hat, wenn man die Bewegung jetzt langsam und kontrolliert ausführt. Dann sind natürlich Squats immer gut und da kann man echt richtig viel variieren. Wenn man so ein langes Theraband hat, kann man das einfach über den Kopf halten und dann das Band unter den Füßen einklemmen und dann quasi so einen Widerstand erzeugen. Wenn man einen Rucksack hat, kann man sich den einfach mit Wasserflaschen füllen, auf den Rücken setzen und dann so die Squats machen. Außerdem beim Beintraining ist es auch immer gut, wenn man da ein paar einbeinige Varianten mit einbezieht, weil eigentlich braucht man ja, um die Beine effektiv zu trainieren, relativ hohe Gewichte, weil es eben eine große Muskelgruppe ist. Und wenn man die Übung einfach einbeinig ausführt, braucht man eben nur die Hälfte an Gewicht, deswegen sind da auch Pistol Squats eben super. Falls man noch keine Pistol Squats kann, weil sie eben wirklich schwer sind, muss ich sagen, ich schaffe auch nur 12 Wiederholungen, kann man auch halbe Pistol Squats machen, wo man eben nur zur Hälfte runtergeht oder Bulgarian Split Squats. Und bei den Bulgarian Split Squats kann man dann auch die Schwierigkeit noch erhöhen, indem man sich zum Beispiel eben den Rucksack mit Wasserflaschen gefüllt aufsetzt oder auch hier mit einem Band den Widerstand erhöht. Und dann ist natürlich auch Glutebridge eine super Übung, vor allem für die Rückseite. Könnt ihr einbeinig ausführen oder eben beidbeinig. Wenn ihr es einbeinig macht, erhöht ihr eben die Schwierigkeit. Und bei der einbeinigen Variante könnt ihr auch nochmal die Schwierigkeit ein bisschen variieren. Je tiefer ihr das Bein haltet, was nicht auf dem Boden steht, also was in der Luft ist, desto schwieriger ist es und je höher ihr das haltet, desto leichter wird es. Was man bei Glutebridge auch probieren kann, ist, dass man sich einfach ein Band über die Hüfte spannt und mit den Händen am Boden festhält und damit so die Schwierigkeit eben erhöht. Eine weitere Top-Übung für die Beinrückseite ist rumänisches Kreuzheben. Auch hier würde ich empfehlen, entweder du machst es beidbeinig, wenn du noch nicht so stark bist und nimmst dann zum Beispiel den mit Wasserflaschen gefüllten Rucksack als Gewicht, oder du machst es einbeinig. Und arbeitest auch mit Gewichten, um eben da einen effektiven Reiz zu setzen. Lunges, also Ausfallschritte, ist auch eine super Übung fürs Home-Training. Da könnt ihr die Schwierigkeit variieren, indem ihr zum Beispiel eben auch wieder den Rucksack einfach aufsetzt. Oder ihr gestaltet das Ganze explosiv, das heißt, ihr macht Jumping-Lunges, wo ihr in der Luft springt und erhöht dadurch die Schwierigkeit. Was von der Schwierigkeit her so ein Zwischending ist zwischen Jumping-Lunges und den normalen Lunges sind Side-Lunges, das sind quasi ja einbeinige Ausfallschritte, wo ihr immer auf eine Seite den Ausfallschritt macht. Mit diesen Übungen könnt ihr die Beinvorderseite und Beinrückseite ganz gut trainieren. Vor allem für uns Frauen ist natürlich das Po-Training speziell immer auch ganz wichtig. Da könnt ihr mit Abduktionsübungen arbeiten. Dafür braucht ihr bestenfalls Bänder, um einen Widerstand zu erzeugen. Und die werden im Liegen ausgeführt. Ich blende euch ja immer mal so ein paar Variationen ein, wie die ihr ausführen könnt. Ja, mit diesen Übungen sind die Beine dann ganz gut abgedeckt. Ihr müsst halt gucken, wie ihr es mit der Intensität handhabt.
Oftmals werden die Gewichte wahrscheinlich nicht ausreichen, die ihr habt. Und dann müsst ihr einfach die Wiederholung erhöhen auf bis zu 20. So habe ich das letzte Mal auch gemacht. Und ja, ich persönlich werde nach jedem Training dann immer noch ein Intervalltraining integrieren. Das kann man halt im Haus schlecht machen, da kann man schlecht einmal rumrennen. Aber sofern ihr noch die Möglichkeit habt, rauszugehen, dann kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen, Bergläufe machen, Intervallläufe machen, weil ihr damit die Beine auch wirklich sehr gut und intensiv trainiert mit einem starken Reiz. Und genau. Bleibt gesund, bleibt fit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.